So, und da bin ich auch schon wieder zurück. Hallo und herzlich willkommen. Battlefield 3 ist am Start. Muss ich das machen? Ich glaube nicht. Den habe ich gerade noch gesehen. Ich auch. Da oben war nur einer. Okay. Ich bin noch da. Dankeschön. Der war einfach. Okay, den sehe ich nicht. Da. Wow, Shotgun. So, damit hat er jetzt nicht gerechnet. Komm schon hier hoch. Geht doch. Ah, Shotgun von hinten. Das ist uncool. Okay. Ist noch jemand da? Nein, gut. Doch. Dead No Scope, würde ich mal sagen. Kollegen, wo mit euch? Achso, okay. Komme ich gar nicht da jetzt irgendwie zu schießen. Okay, doch. Boah, die sind aber geflogen. Nein, der Heli bleibt bei mir. Komm, 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 komm. Okay. Ich bin der Kafarov. Nimm Kafarov fest. Okay. Das ist Kafarov. Oh Gott, okay. Plötzlich ist das Sound weg. Auch gut. Ah, stopp! Hören Sie zu. Dieser Schlüssel passt in ein Bankschließfach in Genf. Der Inhalt gehört Ihnen. Ah! Ich brauche ihn halt nicht. Verstehen Sie? Mich wollen Sie doch gar nicht. Es ist... Ah! Es ist Solomon. Hören Sie, ich habe Informationen über Solomon. Ich weiß genau, was er vorhat. Und kenne den Zielort der Koffer. Machen wir einen Deal. Meine Freiheit gegen Informationen. Sie lassen mich gehen und ich sage Ihnen alles. Ich sage Ihnen, wo Solomon hin will. Ich weiß, was er vorhat und... Ah! Sie fuhren also dorthin. Sie und die, die übrig waren. Sie, Cole und Montez. Ich an Ihrer Stelle würde jetzt an meine Freunde denken. Ich würde mich fragen, was ich hätte anders machen können. Vielleicht wünschte ich sogar, es wäre mir passiert und nicht meinen Freunden. Sie kamen also bei Kafarovs Villa an. Vor dem größten Teil der russischen Einheiten und vor allen anderen. Nicht vor allen anderen. Dima war dort oder etwa nicht. Und Sie trafen eine Entscheidung. Eine folgenschwere Entscheidung für Sie und über das Leben Ihrer Leute. Und darüber, wie weit Sie für Ihr Land gehen würden. Sie wissen einen Scheiß über die Entscheidung, die ich treffen musste. Dann erklären Sie es mir. Überzeugen Sie mich. Wir teilten uns auf, um die Villa zu durchsuchen. Ich war allein. So, und jetzt geht's. Blackburn weiter. Aber nachdem das alles mit Dima passiert ist, wie es ausschaut, weil sonst wäre das ja irgendwie nicht so kaputt. Ah, meine zerstörte Scheiben, schön. Ja, das ist alles danach passiert. Mach keine Dummheit. Dieses Stück Scheiße hier hat Russland 3 Atomwaffen geklaut und an einen Mann namens Solomon verscherbelt. Solomon benutzt die Bellar. Er hat mindestens 2 Ziele, New York und Paris. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bombe für New York will er sehr bald am Times Square zünden.
Das darf nicht passieren. Wir können einen möglichen Krieg verhindern. Nur wir beide. Keine Politiker. Kein Geld, das die Taschen wechselt. Nur zwei Soldaten, die die Wahrheit sagen. Hilf mir. Hilf mir, das durchzuziehen. Das war's. Ich muss jetzt gehen. Wenn du ihn nicht erschießt, werden Millionen sterben. Verbündete rücken an! Denk daran. Tu alles, was nötig ist, um Solomon aufzuhalten. Ja. Da haben wir ganz kurz unseren eigenen Kollegen getötet. Der große Zerstörer ist aber jetzt die nächste Mission. Mal gucken, was uns da so erwartet. Sie gestehen also, dass Sie unter der Führung eines russischen Agenten Ihren befehlshabenden Offizier erschossen haben, richtig? Wenn Sie uns sonst nichts von Interesse zu erzählen haben, ist dieses Verhör hiermit beendet. Sie wurden benutzt von den Russen. Es ist Solomon. Haben Sie mir denn überhaupt nicht zugehört? Sie behaupten also, es gebe eine PLR-Bedrohung mit Solomon an der Spitze. Ja. Und weiter, dass Sie im Interesse unserer Nation handelten, als Sie einen russischen Agenten laufen ließen und Ihren eigenen Mann erschossen. Wer soll das glauben? Nichts davon ist beweisbar. Das ist doch Irrsinn. Niemand kann bezeugen, dass es eine dritte Bombe gibt. Die Bank stürzte ein. Al-Bashir ist tot, ihre Einheit ist tot, Dima ist vermutlich tot, Kafarov ist tot. 80.000 Franzosen sind ums Leben gekommen. Das alles waren Ihre Zeugen, Sergeant. Und sicher wissen wir nur, dass Sie Ihren Vorgesetzten getötet haben. Hol ihn rein. Sie sahen, wie dieser Mann seinen Vorgesetzten erschossen hat? Lassen Sie doch endlich diesen verdammten Blödsinn, Sergeant. Hat Dima Ihnen keine Anweisung erteilt? Hat er Sie nicht überredet, Cole zu erschießen und nach Paris zu fliehen, wo er die Bombe zündete? War das etwa nicht Dima? Solomon hat die Bombe. Solomon gehört zu uns. Er ist schon seit einigen Jahren in Übersee für uns aktiv. Wir schleusten ihn bei Al-Bashir ein, um an Informationen zu kommen. Verarschen Sie mich nicht! Er ist ein Mörder! Sie haben das Video doch gesehen! Wer in unserem Geschäft im Außendienst tätig ist, ist gelegentlich gezwungen, Opfer für das Wohl der Öffentlichkeit zu erbringen. Das ist doch auch Ihr Standpunkt. Himmel, Herrgott, die Scheißbombe ist da draußen und Solomon auch! Sie können diese Bedrohung nicht einfach ignorieren! Vielleicht haben Sie recht, Sergeant. Vielleicht war Solomon zu nahe am Feuer. Aber wir haben die Lage absolut im Griff. Verlassen Sie sich drauf. Die Russen sind eindeutig eine unmittelbare Bedrohung. Ja? Was soll das heißen? Sie haben einen Zug verloren. Solomon benutzt die Bilder. Er ist schon seit einigen Jahren in Übersee für uns aktiv. Er hat mich benutzt, wir alle benutzt. Er sagte, nimm die Bombe. 80.000 Tote. Wir können einen möglichen Krieg verhindern. Der Explosionsradius passt zu einer russischen Kofferbombe. Wir haben schon eine Massenvernichtungswaffe gesichert. Da ist doch Platz für zwei. Wie viele tragbare Atombomben haben Sie dort gesehen? Die anderen beiden. Am 14. dieses Monats. Hier gibt's Karten von Paris, New York. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Solomon wird zuschlagen. Der Fahrplan, den wir gefunden haben. Aha. Welche Uhrzeit stand da? 6:02. Warum? Traust du mir? Oh ja. Okay. Dann tu, was ich tue. Okay, das scheint mir aber allerdings jetzt die letzte Mission zu sein. Ich
Bin mir nicht sicher, aber ich hab... Oh, scheiße. Kacke! Komm schon, komm schon! Denn ich... Ja, denn ich glaube, wir machen jetzt da weiter, wo es angefangen hat mit dem Let's Play. Das mit dem Zug. Also ist das hier... Bring auf den scheiß Zug, Black! Du hast nur eine Chance! Los! Wahrscheinlich die letzte Folge vom Battlefield 3 im Singleplayer. Das kennen wir ja noch. Ja, so hat das auch alles angefangen. Das stimmt. Ach ja, das ging ja nicht. Jetzt können wir die Tastatur smashen. Das hat auch geklappt. Vielleicht kommt uns, glaube ich, Teile vom Zug entgegen. Aber dieses Mal lege ich mich hin. Vielleicht kommt dann nicht noch was entgegen, okay. Okay, ihr könnt auch nicht warten, bis ich drin bin. Dann nehme ich jetzt die F2000 mit. Einfach. Sind Sie allein, Mann? Wer ist bei Ihnen? Nein! Falsche Taste. Warum muss man auf Zielen drücken, sonst war das immer auf Schießen. Dreck. Nochmal von vorne. Aber jetzt weiß ich, auf Zielen drücken und nicht auf Schießen. Seht ihr allein, Mann? Wer ist bei Ihnen? Sie sind gut, Soldat. Sogar sehr gut. Und was jetzt? Ich habe keine Angst vor dem Tod. Was ist mit Ihnen? Hä? Los! Du da, halt ihn auf! Der war gut. Ah, die SG-553 und... Ne, ich nehme lieber hier die MP7. Dann habe ich jetzt schön HK... HK-Loader... What? Wie auch immer der mich jetzt gemessert hat. Okay. Zum dritten Mal. Warum nicht? Hab ja sonst nichts Besseres zu tun, ne? Normalerweise schafft man das beim ersten Mal und nicht beim dritten Mal. Aber normalerweise. Ich bin ja nicht normal, ich bin immer anders. Positiv oder negativ ist den Personen überlassen, die mich kennen. Also
Nate, das ist uncool. Oh, wie viele da sind. Durchladen. Das ging noch. Okay, jetzt hat es ein bisschen geruckelt. Jetzt sind wir in New York, wie es ausschaut. Tag nicht! Schnell rein! Los doch, sonst entkommen Sie! Polizeifunk meldet bewaffnete Männer am Times Square. Die müssen ja, von der New York. Schnall dich an! In einem Polizeiauto, geisterfahrertechnisch, durch New York. Wie soll man denn da so bitte schießen? Okay. Ja, ich will nicht die Person abschießen. Ah. Gut. Leertaste durchsmashen und wir haben es geschafft, glaube ich. Solomon ist nicht mehr und die Bombe ist drin. Strahlung ist wie das Leben. Ein einziges schädigendes Ereignis. Vielleicht habe ich noch 30 Jahre. Vielleicht sterbe ich morgen. Ich habe meine Geschichte niedergeschrieben. Alles über Paris. Alles über Kafarov. Und den amerikanischen Marine, der den schwierigsten Weg von allen wählte. Ich stehe zu meinen Taten. Viele Leben wurden gerettet. Ich traure um die, die wir verloren. Ich bin mir sicher, der SWR sah das anders. Okay, das reicht. Wie mein Freund Wladimir sagen würde, Dima, du kannst nur einmal sterben. Sei dir sicher, dass es das wert ist. Ja, und
Ja, wie angekündigt, es ist die letzte Folge von Let's Play Battlefield 3 gewesen. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Mir hat es gefallen, ich hatte sehr viel Spaß dabei. Es gab zwar ab und zu ein paar kleine Fehler von mir selber und vom Spiel her, wie zum Beispiel das mit dem APC, wo man einfach so durch das Wrack gehen konnte. Aber sonst, im Großen und Ganzen, Battlefield 3 ist echt ein Spiel, was man sich holen sollte. Es kostet nicht mehr so viel, von dem her, Kaufempfehlung ist auf jeden Fall da. Die Kampagne hatten wir ja jetzt gesehen. Ist ganz gut gewesen, wie gesagt. Weiter geht's dann jetzt mit Battlefield 4. Das Projekt werde ich dann auch demnächst anfangen. Und ja, das war es eigentlich auch schon im Großen und Ganzen von mir. Ich werde die Credits allerdings jetzt wegmachen, da ich finde, die dauern einfach viel zu lange. Es ist nicht so, dass ich die abhängig schätzen würde, was die ganzen Jungs da gemacht haben. Und wie gesagt, es geht einfach viel zu lange. Manchmal dauern die Credits 5 Minuten. Und bei Battlefield, glaube ich, dauern die irgendwie so 10 bis 15 Minuten. Und das finde ich dann doch ein bisschen zu extremst. Ja. Dann lasse ich jetzt noch das Lied zu Ende laufen. Verabschiede mich schon mal. Wir sehen uns dann in Battlefield 4. Bedeutet, haut da rein, Leute. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.